spielen wir doch mal Schnick, Schnack, Schnuck in Paper Mario Color Splash. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Paper Mario Color Splash. Ja, ihr seht hier die Schnickschnuck-Arena, die sieht eigentlich ganz geil aus. Und ja, der Torwart hat mir gerade schon erklärt, was zu tun ist. Und diese Tore, die wissen, dass dein Gegner in Runde 1 benutzt eigentlich immer nur die Karte, die ihm am ähnlichsten ist. Ach ja, er ist gut gerundet. In Runde 2 triffst du auf einen fiesen Gegner, der in Kämpfen meist mit der Faust, aber manchmal auch mit der flachen Hand zuschlägt. Okay, hier ist wieder so ein Kaffee. Sagen die? Die Toasts bei der Treppe sind die wahren Insider in Sachen Schere, Stein, Papier. Bestimmt haben sie den einen oder anderen Tipp für dich. Okay. Also hier ist schon mal was von Meister Schnuck gehört. Er ist der allerbeste Schnuck-Spieler aller Zeiten. Hast du deine Ecke? Naja, wenn du wirklich am Turnier teilnehmen möchtest, könnte ich dir ganz eventuell dabei helfen, Flüsse. Okay. In Kürze beginnt bei uns das große Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 1 Turnier. Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. So, und wir treten hinein und mal schauen, wie das erste Spiel jetzt bei uns wird. Eigentlich hätte ich mich eher ein bisschen schlechter vorgestellt, aber gleich. So, ich mach mal. So, ich hoffe, ihr könnt es so besser erkennen. Boah, die Schnick Schnack Schnuck Arena, sie sieht mega geil aus. Schnuckstreiter von nah und fern kommen in diese Arena und haben nur ein Ziel, sie voller Ruhm und Reichtum verlassen zu können. Dafür werden sie nicht für ihr Talent und ihren Mut, sondern auch eine gehörige Portion Glück in die Waagschale. Zelebrieren wir gemeinsam die Kunst von Schere, Stein, Papier! Super schicker Schick. Okay. Ich freue mich, unsere Schnuckstreiter in der Arena begrüßen zu dürfen. In dieser Ecke der Neueinsteiger aus dem fernen Pilzkönigreich, Mr. Mamaia, höchstpersönlich Mario. Und in dieser Ecke der ewige unterste Sprosse auf der Karriereleiter in Bowsers Militärapparat. Begrüßt mir mit mir den wandelnden Shiitake-Pilz. Gumba! Runde 1. Mario gegen Gumba. Schnuckstreiter, wählt eure Karten. Ist das jetzt so ein Kampf? Nee. Ist wirklich Schnick, Schnack, Schnuck. Gut, dann werden wir mal in der ersten Runde mal Papier. Ich hoffe mal, dass mir das hilft. Ja, das hat mir geholfen. Dein Gewinn für das Bestehen von Runde 1. Wow, 300 Münzen? Damit haben wir 1005. Ha! Nice. Und der Gumba verzieht sich jetzt, weil er ja verloren hat. So, mal gucken, wer der Gegner in Runde 2 ist. Die Erwartungen an den Gegner für die zweite Runde sind unbeschreiblich hoch. Leider werden sie nicht alle erfüllt werden, denn sein Gesicht zeigt unser nächster Schnuckstreiter für kein Preisgeld der Welt. Er hat eine Applausallergie und das Selbstvertrauen eines Fahranfängers auf dem Regenbogenboulevard. Shy Guy! Die zweite Runde. Mario gegen Shy Guy. Schnuckstreiter wie eure Karten. Okay. Also der Toad hat da draußen was von gesagt, er nutzt am meisten Stein. Soll ich wieder auf Papier umsteigen? Ach komm, ich nehme wieder mal Papier.
Wenn das nichts bringt, dann habe ich halt verloren. Tatsächlich, das nützt wieder was. Mario! Dein Gewinn für das Bestehen von Runde 2. $500, yay! Krass. Die Scheine haut jetzt auch ab. Das letzte Ründlein hat geschlagen. Wollen wir doch mal sehen, welcher Gegner es diesmal wert. Ein fantastischer Fußsoldat, dessen giftgrünen Panikpanzer ein jeder zu spüren bekommt, der ihn schamlos mit einer Schildkröte vergleicht. Ja, Cooper. Begrüßt also mit mir die Schildkröte, die keine sein will. Cooper! Das war so klar, ne? Die Runde aller Runden. Nummer 3. Mario gegen Cooper. Okay. Ich weiß nicht, was er diesmal nimmt. Also ich glaube, weil er Rundes nimmt, nimmt er, glaube ich, auch Stein, oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich setze einfach noch ein Papier ein. Wenn es nichts wird, dann haben wir leider verloren. Ach, schade. Cooper! Ich dachte, der nimmt auch Stein, aber da habe ich mich leider unterschätzt. Autsch, knapp daneben. Wenn du wiederkommst, läuft es bestimmt besser. Ja, es ist nämlich so, man kann erst wieder rein, wenn man einen neuen Farbstein gesammelt hat. Und das haben wir leider noch nicht. Daher gehen wir jetzt das mal sammeln. Aber ich möchte das neue Level spielen, deswegen gehen wir mal jetzt in die Indigo-Grotte. Und auch ziemlich gut, hä? Jetzt beginnt auf jeden Fall direkt wieder mit farblosen Flecken. In die Röhre, Mario? Jawohl. Lol. Wer bist du denn? Hey, lass das! Wenn du doch mal so an den zerrst, reißt du mir bestimmt die Beine ab. Glaub mir, ich will auch hier raus, aber geht nicht ein bisschen sanfter, vielleicht mit einer Art Saugvorrichtung? Lass dir was einfallen, denn solange ich hier drin stecke, schaust du nicht in die Röhre. Ach, los ist doch. Da haben wir doch gleich gedacht, dass man da was ausschneiden kann. Ah, und jetzt erklärt er mir was. Ah, du hast also Ausschneiden für dich entdeckt. Wunderbar. Dann lass mich. Oh, scheiße. Okay. Dann lass mich dir kurz erklären, wie das genau funktioniert. Wenn du ein kartenförmiges Loch aus einer Landschaft herausgeschnitten hast, kannst du in der leeren Fläche eine. Warte mal, Leute, ich habe was vergessen. Ich gehe nur mal eben nach Port Prisma, ich bin gerade voll idiotisch. Mir ist gerade was eingefallen. So, gehen wir mal eben nach Port Prisma schnell. Gehen wir mal schnell nach Port Prisma. Ich
gehe runter zum Hafen, weil der Brief von Luigi hat mir ja gesagt, dass da unten was ein Dingsladen ist oder sowas. Jetzt kann ich das noch einmal einfallen. Port Prisma Hafen. Wow. Lol. Das ist jetzt hier die Quetsche. Ich frage mal nach. Oh, hallo. Wie schön, einen neuen Kunden zu treffen. Sag mal, magst du diese? Na klar magst du die. Tun wir alle. Tja, bist du hier am richtigen Platz. Hier findest du einige deiner Lieblingsdinge und kannst sie ordentlich ausquetschen. Deshalb nennt man mein bescheidenes Unternehmen auch die Quetsche. Und los geht's. Aha. Ein Pümpel. Da du zum ersten Mal hier bist, geht dein erstes Dings aufs Haus. Oh, wie großzügig. Nein, mach dir um mich keine Sorgen. Das treibt mich nicht in den Ruin. Denn weißt du, wenn manchmal ein Dings hatte, will man alle anderen auch so verdiene. Ich meine, meinen Lebensunterhalt. Doch genug der Vorräte. Das Quetschen kann beginnen. Oh ja, da habe ich voll Bock drauf, vor allem wenn das da vorher noch im Klo steckte. Klowasser ins Auge, nice. Ja, schön. Das ganze Aroma. Klowasser ins Auge, nice. So muss das sein. Mann, oh Mann, wie du das ausgequetscht hast. Also, du bist ja wirklich ein Profi. Also mach dich nicht zu rar. Komm zurück, wann immer dir nach einem Dings zumute ist. So Leute, da werde ich jetzt kurz cutten und bis gleich in der Indigo-Grotte. So Leute, da... So, da bin ich wieder da. Und jetzt schneide ich das nochmal eben aus. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Was ist das bitte für eine Musik, ey? Oh, Mann. Igitt! Bitte sag mir, dass du das Ding gründlich abgewaschen hast, bevor du hierher gekommen bist. Ja. Tut mir leid, aber darauf habe ich meine Ausbildung nicht vorbereitet. Ich bin jedenfalls der Anführer der grünen Reaktors. Wir haben Berichte über Probleme in der Indigo-Grotte erhalten und wollten dem Ganzen auf den Grund gehen. Aber gleich bei unserer Ankunft sind wir in einen Hinterhalt geraten und wurden getrennt. Keine Ahnung, wo die anderen sechs sind. Es war furchtbar, wir wurden so richtig zusammengefaltet. Und mich haben sie einfach in diese Röhre gestopft. Dabei bin ich doch der Anführer. Das kommt nun sicher überraschend, aber du musst die restlichen sechs Mitglieder meiner Truppe finden. Als ich Anführer, ist es meine Pflicht, jemanden loszuschicken, der sie rettet. Die Rettertods müssen also gerettet werden? Das scheint euch oft zu passieren. Aber egal. Da uns der kleine Farbstern hergeführt hat, muss er hier einen Farbstern geben. Sehen wir uns die Sache mal an. So, jetzt wollen wir mal rein hier. Sag mal, wie oft können wir denn noch nicht in da rein? Also, langsam ist es mal gut hier. Okay. Wir nehmen einen kaputten Schuh. Der sollte in den Dödel alle mal reichen. Ja, schade. Ich konnte zwar nicht so richtig drücken, aber es ging immerhin. Das war einer von den Typen, die uns angegriffen haben.
Da unten sind bestimmt noch mehr, also sei vorsichtig. Ich gehe schon mal vor zum Sammelpunkt. Aha, der geht schon vor. Oh, und unser Maxi-Level erhöht sich auf 200. Nice. So, ich hoffe, jetzt können wir mal rein, oder? Endlich. Finally. Finally. Okay, das letzte Level. Oh, Flap-Flaps. Oh, das Remix von den alten Mario Games. Und das mache ich klar. Triple Armor. Attacke. Zweimal Spitze. Nice. Jetzt mal alles aufsammeln hier. Oh, manchmal sind die Farblosflecken echt so fies versteckt, ne? Oh, neue Karte, ein Pickelhelm. Mhm. Okay, bevor ich jetzt nicht lange brauche. Ich weiß nicht, knüll mich einfach zusammen und werfe mich rum, als wäre ich ein Werbeblatt. Grüne Rettertor Nummer 1 bereit zum Einsatz und jetzt zum Rapport bei unserem Anführer. Wir haben einen Rettertor gerettet, bleiben noch 5. Als wenn ich das nicht selber wüsste, Fabian. Danke, das weiß ich aber selber. Noch ein Pickel. Okay, also hier gehen wir mal hoch und der Pickelhelm. Kämpfen wir mal gegen so einen Flapper, weil ich muss ja den vor dem grünen Tod befreien, weil ich habe gesehen, da war noch so einer. Wobei, Leute, Moment mal. Ich habe ja der Pickelhelm, greifen die Flapper sich von oben an, weil dann könnte ich den Pickelhelm mal verwenden. Da kommen wir, wir schauen mal. Die killen sich echt selber. Nice. Also, das war Selbstmord. Damit habe ich jetzt. Also, ich habe. Also, das war keine Fremdverschuldung. Sei bloß ruhig, Mario. Ich stehe extra seitlich, damit mich der Flapper nicht sieht. Der ist doch schon tot. Oh, er ist weg. Meine Taktik ist voll aufgegangen. Grüner Retter Nummer 2 bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Rapport bei unserem Anführer. Boah, Fabi, mein Gott, ich weiß es doch. Wobei, ich muss jetzt hier unten hin, weil da sind Farblosflecken und Herzen sind hier auch. Komm, dass ich einmal gegen euch kämpfe. Oh, es kommen direkt alle drei. Okay. Weil, ich möchte das mal ausprobieren. Lassen die sich direkt alle drei killen? Weil das könnte sein. Ich probiere es einfach mal aus. Ja, aber ich glaube nicht, dass das alle tun. Oh, warte, doch, ja, ja. Nice, die killen sich alle selber.
hätte jetzt nicht gedacht, dass es so rund abläuft, aber die haben sich echt alle selber gekillt. Da bin ich nicht schuld. Es war ihre eigene Schuld. Digga, das sieht man auch voll schlecht, ne? Aber ist sie ein Secret? Jo. So. Aber ich glaube, hier könnten wir langsam mal ranklotzen. So. Mal gucken, was gegen diesen Flöppe wirkt. Oh no. Okay, ich habe noch einen Pickel, denn dabei möchte ich jetzt nicht so harmlos verschwenden. Ich nehme einfach mal einen Triple Gun. Bam. Jetzt habe ich mal einen Exzellent. Jawohl, diesmal alle drei ein Exzellent geschafft. Bei dem Tenno war das so, der bei den Sprung immer ein Exzellent hinkriegt, aber dafür bei den Hammern kein Exzellent. Lol, das wird ja verlangt. Ich hab keine Ahnung. Ach doch, lol! Hier ist ein Loch! Lol. Das hab ich jetzt erst gesehen, ne? Ohne Schmarrn. Das ist geil gemacht. Muss ich sagen. Also das Problem ist, man sieht ja auch weiße Flecken an der Wand, die man leider nicht einfärben kann. Außer den sieht man. Und baby. Weiß. Mal gucken, was da ist. Oh, geiler Subdown. Ich wage den Sprung. Ja! Scheiße. Komm ich da auch schon hoch? Nee, komm ich da nicht. Jetzt komm ich rüber. So. Mal sehen, was dann hier ist. Neuer Gegner. Das war ein Käfer. Lässt sie wahrscheinlich auch so wie der Cooper killen, oder? Also. Ich probiere es mal mit dem normalen Sprung hier. Bam, weg mit dem. Ist eigentlich ganz geil. Also hast du entweder einen richtig guten Moment erwischt und dann halt nö. Lol. Juhu! Ich wollte eigentlich einfärben, aber da habe ich leider den Käfer erwischt. Oh, diesmal hat er sogar einen Schlürfgeil mitgenommen. Okay, dann greifen wir ihn halt an. Mit einem Triple Hammer. Let's go. Bam, exzellent schon wieder. Ey, was geht bei mir ab? Der Pros. Hulf! Oh, exzellent. Ah, schade. Den letzten will ich eigentlich nochmal exzellent machen, habe ich leider ein bisschen verkeckelt. Na egal, Spitze ist auch gut. Alles gut.
Nein! Ich wollte auf den eigentlich zielen, aber... Oh, diesmal hat er sogar einen Flap-Flap dabei. Also würde ich mal... einen Hammer und einen Sprung anlassen. Oh, exzellent. Nice, nice. Damit ist er da. Nice. Geschafft. Da oben stehen die Retter-Tots. Das ist wahrscheinlich ihr Treffpunkt. Ja. So schaut's aus. Kann man die... Ich möchte aber jetzt nicht gegen den Käfer kämpfen, deswegen würde ich sagen, Flucht! Och man, Mario! Kannst du nicht einmal flüchten? Ich habe jetzt gerade echt keine Lust auf den Kampf. Also. Oh, hat sich gelohnt! Okay, greifen wir die Dödel an mit einem dreifachen Sprung, weil ich habe jetzt leider keine Doppelsprünge. Nice. Okay, mal sehen, was wir mit dem mit uns spielen. Ah, und hier sind die nächsten Retter-Toads. Hier sind Speicherblock. Wir haben das Band entfernt. Du kannst also ruhig runterkommen. Wurde ja auch mal Zeit. Ihr geht, mein Gesicht ist ganz klebrig. Das sollte ich mir schnellstmöglich abwaschen, sonst brauche ich bald auch so eine Maske. Die grüne Retter Tot Nummer 3 bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Rapport bei unserem Anführer. Okay. Boah, Fabi. Ich weiß das doch. Du brauchst mir das nicht immer 100 Millionen Jahre sagen. Was wird hier verlangt? Halbe verlangt, dass wir den Tod erwischen, glaube ich, oder? Ja, so scheint es zu sein. Und... no! 2, das war jetzt noch nicht geplant. Der kann jetzt nicht flüchten, weil der zu dem... Scheiße, ich hab's auf Flug gedrückt.
Okay, du willst Stress, dann kannst du ihn haben. So, den Gegner haben wir besiegt. So, und wie wir den grünen Rettertoad da runterkriegen, das erfahren wir im nächsten Part von Let's Play Paper Mario Color Splash. Peace.